Ladies and Gentlemen. So, wir sind also angekommen am letzten Tag hier in Dortmund. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite habe ich dieses wohlige Gefühl in mir. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben ein Album produziert, Before I Grow Old. Es ist sehr, sehr geil geworden. Da ist kein Stück drauf, was ich irgendwie scheiße finde oder wo ich unzufrieden mit bin. Wir haben eine Band zusammengestellt, wir haben Choreografien eingeübt, wir haben Kostüme uns ausgedacht, wir haben eine Show zusammengestellt. Vorhang, Lichtkomposition, was ganz Eigenes gemacht und das vorgetragen. Und ihr habt es für gut bewertet. Die Leute, die gekommen sind, sind glücklich wieder nach Hause gegangen. Und das gibt mir so ein wohlig warmes Gefühl. Und ich werde unterm Weihnachtsbaum sitzen dieses Jahr einfach glücklich sein. Ich freue mich total, dass ihr immer dabei wart, zugeguckt habt, es verfolgt habt und mir liebe Dinge geschrieben habt ins Gästebuch und Wünsche an mich, meine Familie. Ich lese es mir alles durch. Ich habe es wirklich genossen und mich sehr, sehr darüber gefreut, euch auch zu sehen nach den Shows. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, gutes neues Jahr und haut rein. Wir sehen uns 2010. Nicht vergessen, wir machen eine zweite Tour und ich werde wahrscheinlich auch auf dem Festival spielen. Also ich nehme an, wir sehen uns definitiv auf dem Africa Festival. Wir werden uns auf dem Summer Jam Chiemsee. Ich werde echt versuchen, natürlich so viel wie möglich zu spielen noch. Parallel wird klar das Seed-Album produziert und dann wird weiter gerockt 2011 mit dem Mutterschiff. Ist klar. Also, wir sehen uns bis dann. Hab euch lieb. Euer Dilly. Bis dann. Ciao. Mit rot-gelb-grünen Farben und dem schwarzen Stern, was natürlich die Farben von Ghana sind. Und im Zuge der WM, Deutschland gegen Ghana, was ja für mich eine Zerreißprobe sein wird, habe ich gedacht, gehe ich jetzt da mit der Band, wir machen ein geiles Foto vor diesem Bullen. Und es scheint ziemlich weit weg zu sein. Alle sind so ein bisschen, ah, wie lange geht's noch und so. Aber wir sind gleich da. Also kommt mal mit, fetter Ghana-Bulle jetzt hier am Start. Stimmt schon. Grün, gelb, rot. Aber das Zeichen, die Schrift nicht. Das muss Portugal draufstehen, weil Portugal wird Weltmeister. Ist doch klar. Nicht Ghana. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a Dobby New Year. The less speaking right about now. Dortmund, nochmals vielen Dank. Frohe Weihnachten, alles Gute. Möge das Schlechte weg von euch sein. Möglichst viel Liebe. Gebt euren Kindern die Liebe, die ihr ihnen geben könnt. Versucht so viel wie möglich den Kindern zu geben. Merry Christmas.
ich mich sehr, aber ich bin ein bisschen traurig, dass die Tour zu Ende ist. Ich würde sagen, eine Mischung aus cooler Atmosphäre und andererseits geballter Energie und Power seitens Frank und der Band. Also mein Fazit, Daumen hoch. Ich finde es unglaublich, ich war vor 5 Minuten das erste Mal dabei, ein Konzert in Dortmund in der Westfalenhalle. Und heute, wow, es war super, ich hatte einen Riesenspaß. Vielen Dank. Frank, erzähl mal, letzter Tourtag, ey. Letzter Tourtag. Was soll ich sagen, ich bin hier mit den Leuten, die irgendwie bei dem Konzert waren. Es ist möglich, weil es eben nicht so ein fettes Riesen zieht, dick, sondern weil es halt einfach mal in einem kleineren Rahmen war. Ich muss sagen, ich genieße das total. Ich kann ihnen in die Augen gucken und ich kriege direkt das Feedback zurück von denen. Und die würden mir jetzt auch sagen, wenn sie mich total scheiße finden würden. Und genauso sagen sie mir aber gerade eben, die fanden es total geil. Das ist total schön. Du was kannst, ist einfach unbezahlbar und freut mich. War sehr schön. Ich bin ein bisschen melancholisch. Ich finde es fast schade, dass es vorbei ist. Jetzt haben wir es mal richtig eingespielt, grooven. Und jetzt müssen wir schon wieder nach Hause. Aber ich freue mich auch auf Weihnachten. Also, da draußen. Bis später. Nächstes Jahr sehen wir uns auf Festivals. Und ich mache noch eine Tour. Also bis dahin. Dille, jetzt gib mir mal ein klares. Alle voller Energie. Und Michendorf ist der Anfang von der ersten Delay-Deutschland-Tour. Das ist unglaublich, ja. Das fühlt sich unglaublich geil. Delay in the house tonight. Ready? Let's go for it. Come, clap, clap, clap. Darmstadt. Day 5. Oh, Day 5. Well, Day 5. What are you doing? Day 5 is 5 times better than Day 1. Also macht die klar mit den geilen Batterien, oder? Derjenige, der das eigentlich immer filmt, hat tatsächlich die Schweinegrippe. Oink, oink. Und deswegen müssen wir es jetzt wieder alleine filmen. Nach dem Konzert nehmen wir unsere Sachen alle im Bus und dann lassen wir hier den Bus und gehen wir zu Fuß oder mit 2 Taxis in der Rote Viertel. Yeah! Ein bisschen spazieren, gucken, Hamburg, Nacht genießen. Yeah! Achso! The last time I saw you on the blog, you were very tired. So how is it today? I still feel tired. You still feel tired? I'm very tired. So the whole thing is in your bones, actually. It's just not beyond tired. I'm right now starving.